Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Skyrim Legendary Edition. Endral. Und ich hatte mir nochmal, weil ich wirklich nicht weiß, ich habe jetzt mal im Internet geguckt, bin ich nicht der Einzige, der anscheinend dieses Problem mit der Meistertür hat. Es ist aber anscheinend wohl nicht der richtige Weg, wie mir wohl gesagt wird. Der Spawnpoint ist ja super gesetzt. Aber gut. Das dürfte eigentlich nicht das große Problem sein. Warum hier Wirbelsturm ist, das kann ich jetzt eher nicht beantworten. Aber muss mich ja nicht stören. So. Gut, na. Wo war der Eingang? Ach, hier. Ach, da. Das war's. Okay. War mir jetzt gerade nicht sicher. Okay. Jump and one. Go, go, go. So. Ein bisschen kompliziert. So. Man soll nämlich wohl irgendwie im südlichen Teil des Schiffes in Maschinenräume reingehen. Und dort soll sich wohl ein Fahrstuhl befinden, den man nutzen kann, um irgendwie in den richtigen Teil zu kommen. Ich weiß nicht. Ich kann sein, ja. Ja, kann sein. So, hier. Also hier irgendwie, ist das schon der Fahrstuhl oder muss ich da hin? Muss ich hier rein? Ist das der Fahrstuhl? Quartiere. Okay, weil da war ich nämlich noch nicht. Okay. Verstehe. Aha. So. Hier sind dann neue Gegner. Verstehe ich das richtig? Oder bin ich hier falsch? Was sagt denn die Karte hier? Die ist natürlich noch nicht aufgedeckt. Okay. Ah ja. Okay. Hallo und guten Klenk. Na. Oha, wieder Frostinventare, natürlich. So. Muss ich nichts sagen wieder? Kennen die Dinger ja mittlerweile. Gehen aber ganz gut eigentlich gerade. Wie ich finde. Ich esse mal was. Hier so ein Honigzopf, der ist doch, der tut immer gut. Und in ein alter Dynamo. Ich weiß übrigens nicht, ob das richtig ausgesprochen ist. Dynamo oder Dynamo? Da wird es wahrscheinlich 1000, ja, Sprecharten geben, denke ich mal. Aber irgendeine muss ja richtig sein. Zumindest im richtigen Hochdeutsch. Okay, ich will ja die ganzen Teile alles hier erkunden. Deswegen, weil hier irgendwie alles symmetrisch und auf beiden Seiten kann man durchgehen erscheint, muss ich auch immer beide Seiten erkunden. Okay, aber ist halt ein bisschen aufwendiger, aber bringt meistens ja auch mehr.
Und ich habe immer das Gefühl, dass man diesen Dungeon in seiner Gefährlichkeit ganz gut handeln kann. Also, der ist nicht leicht, würde ich keinesfalls sagen, nein, aber er ist handelbar. Okay, da sind zum Beispiel Gegner. Wie viel Essen habe ich eigentlich? Okay, ich habe 9 Brote. Okay, die Meisterbücher kann ich eigentlich, die sind zu wertvoll, um sie zu verkaufen. Ja, ich habe einen Honigzopf. Ja, und eigentlich nur 9 Brote. Ist eigentlich nicht mehr so viel. Das ist Gesundheit. Ja, obwohl, wenn man sich das überlegt, Gesundheitsregeneration insgesamt so für, ja, sagen wir 10 mal 420 Sekunden. Ich hätte dann 200 Sekunden, 60 Minuten, Sekunden sind. Ah, ja, doch, eigentlich müsste es reichen. Also wenn ich jetzt in dem Ding nicht länger als, ich sag mal, 5 Folgen noch bleibe, in dem Dungeon, und dann wäre es wirklich ein übertrieben großer Dungeon. Dann dürfte es gehen. Oh. Oh Gott. Oh, nicht zwei gleichzeitig. Nein, das ist ganz schlecht. Ach du Scheiße. Zwei gleichzeitig ist schlecht. Okay, was war mein stärkster Bogen? Laterna, das ist also wirklich der, den ich ausgewählt habe. Ja, so kann ich nicht treffen. Ich muss im Stehen. Okay. Okay. Ja, ist richtig, ist korrekt. Eieieiei. Oh. Ja, was ist der denn so stark wieder mal? Okay. Das könnte gut sein. Oh. Okay. Aber er ist halt schon nicht schwach, ne? Anscheinend sind die aber nicht so stark, wenn die in der Nähe sind. Kann das. Wow, das ist vielleicht ein Trick. Das könnte ein nützlicher Trick sein. Wenn die nah bei einem sind, dann sind die nicht so stark, habe ich gerade festgestellt. Guck mal, diese. Ich sag mal. Diese Sprintangriffe, wie ich sie quasi mache. Sind bei ihm auch effektiver. Das ist vielleicht ein Fakt, den ich nutzen muss. Okay. So. Ja, guck dir das an. Deutlich stärker, wenn er von vom Sprint aus angreifte. Okay, wo ist das? Die Spinne? So. Die sind ja eigentlich nicht so stark. Die sind in der Gruppe zwar schlimm und nervig und alles, aber nicht so übertrieben stark. Bis auf die Tatsache, dass die, wenn die von der Ferne angreifen, Schaden nochmal machen. Das kann immer, immer böse enden. Sowas. Was ist das für eine komische Aura hier? Der ist von so einem Schild geschützt. Ist das irgendwie die Destiny? Komme ich mir so vor. Das ist ein ganz normales Tor. Das heißt, wir haben wahrscheinlich, wenn ich hier um die Ecke gucke, die Eiskristalle, genau, die Elementare. Dann passt das. Ja, doch, wir sollten mit dem Essen noch auskommen. Aber danach sollten wir Essen wieder kaufen. Denke ich mal. Wir werden wirklich jeden Raum eigentlich erkunden. Okay, da sind Kristalle.
Feuerelementare. So. Feuerelementare kenne ich ja schon. So, und direkt danach ein Eiskristall oder Eiselementar. Passt. So. Die sind irgendwie ja auch nur phasenweise stark, habe ich das Gefühl. Mal waren sie viel zu stark, jetzt sind sie wieder zu schwach. Das verstehe ich nicht. Also. Okay. So. Oh. Und drauf. So, den habe ich. Hier, meine Gesundheitsregeneration hat sich beendet. Die Pfeile nehme ich auch noch mit, natürlich, klar. Ja, die Gesundheitsregeneration hat sich beendet. Das. Oh. Das ist natürlich auch wieder eine schöne Situation. Ich probiere es mal mit der Flucht nach vorne. Ich fand die ja nicht so stark. Eher machbar eigentlich. Okay, ich bin schon wieder ein Level aufgestiegen. Gut. Damit ist es sowieso machbar. Aber so wenig Energie, wie ich verloren habe, hätte ich das auch überlebt. Also das war durchaus, das war machbar. Das war auf jeden Fall machbar. Also diese Feuerelementare sind echt nicht so mega stark. Jetzt habe ich links und rechts wieder erkundet. Geht es dementsprechend dem alten Prinzip nach geradeaus weiter? Wow, das sieht auch geil aus. Was ist das? Ach, eine ganz normale Spinne. Ja. Oh, ja, da habe ich wieder einen Fehler gemacht. Ja. So. So, jetzt ist nämlich erst richtig. Okay, und das gab. Oh. So, in die Nähe gehen. Wie wir ja wissen, sind die dann nicht so stark. Okay. Oh. Bisschen den Zeitvorteil nutzen. Sich ein bisschen regenerieren. Ja, komm. Du kämpfst. Sehr geil. So. Drauf, 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 drauf. Oh. Scheiße! Okay. Okay.
Nein, 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 nein! Mist! Okay. So. Oh, oh. Ach, diese Scheiß-Dinger-Angriffe, Mann. Was soll die Scheiße? So. Hallo? Ja. Und sobald man einen befuckten Fehler macht, wieder mal. Es ist es doch immer wieder aufselbe. So. So, wenn jetzt einfach mal so ein Mega-Angriff kommt. Ja, wenn jetzt einfach so ein Mega-Angriff kommt. Dann, eigentlich muss ich direkt das Schwert in die Hand nehmen, sonst ist es auch unnötig, ne? Die scheißgefickten Missgeburtenhuren. Was ist das denn? Okay, es funktioniert nicht, wenn ich keinen Trank nehme. Das ist schon mal gut. Es funktioniert einfach sonst nicht. So. Also sorry, manchmal ist dieser Dungeon einfach so abgefuckt mega unausbalanced. Das ist so eine abgefuckte Fuckscheiße in diesem scheiß Drecks-Dungeon. Was für ein... Och, ich werde wieder von so einem Hurenmenschen angegriffen. Das kann nicht sein, ey. So, wir gehen in die nächste Folge. Tschüss.